Der Konsum. Unter dem Konsum verstehen wir den Verbrauch und oder die Nutzung von immateriellen und materiellen Gütern. Wobei wir an dieser Stelle jetzt noch in zwei Arten des Konsums unterscheiden können, so können wir einerseits den utilitaristischen und andererseits den hedonistischen Konsum. Diese beiden Konsumarten unterscheiden sich vor allem durch ihre Motivation. So steht beim utilitaristischen Konsum der praktische Nutzen eines Produktes im Vordergrund, wohingegen beim hedonistischen Konsum das Ausleben von Fantasien und Emotionen die entscheidende Rolle spielt. Sehen wir uns hierzu zum besseren Verständnis jeweils ein Beispiel an. Starten wir mit dem utilitaristischen Konsum. Nur den wenigsten unter uns macht es Spaß, den Steuerberater zu besuchen. Nichtsdestotrotz ist dies, sofern Sie natürlich selbst kein Steuerexperte sein, zumindest einmal im Jahr erforderlich. Und aufgrund der Tatsache, dass es dem Großteil der Bevölkerung keinen Spaß macht, den Steuerberater zu besuchen, sondern dies eher als notwendiges Übel gesehen wird, kann hier vom utilitaristischen Konsum gesprochen werden. Gehen wir nun weiter zu einem Beispiel zum hedonistischen Konsum. Das Spielen mit einer Spielkonsole macht dem Großteil der Nutzer Spaß und löst bei zahlreichen Menschen Emotionen und Fantasien aus. Und genau das ist der Grund, weshalb wir hier vom sogenannten hedonistischen Konsum sprechen dürfen. Ergänzend muss an dieser Stelle dann aber auch noch erwähnt werden, dass es nicht immer zu 100% möglich ist, hier die beiden Arten des Konsums wirklich konsequent voneinander abzutrennen, sondern es kommt auch immer wieder mal zu einigen Vermischungen zwischen dem utilitaristischen und dem hedonistischen Konsum.